Sie wirken beklemmend und faszinierend zugleich, die Werke des französischen Künstlers Charles Maton. Seit Mitte Dezember präsentiert das Jenaer Stadtmuseum Fotografien, Filme und Matons berühmte Boxen. Sie werden erstmals in Deutschland gezeigt. Sylvie Maton, Ehefrau des verstorbenen Künstlers, kam daher zur Ausstellungseröffnung. Sie erklärte seinen eigenwilligen Umgang und Zugang zur Kunst. Maton entführt den Betrachter in ungewöhnlich bekannte Räume, die Bibliothek zu Babel, das Arbeitszimmer von Sigmund Freud, die Trostlosigkeit eines Badezimmers. Die Auseinandersetzung mit Räumen ist ein Dauerthema in Matons Werk. Er ließ sich dabei von wirklich existierenden Räumen inspirieren. Neben 16 Boxen in Miniaturformat zeigt die Ausstellung rund 50 Fotografien. Matons Werke verweilen bis zum 21. Februar in Jena.